behindert. Er kann nicht sprechen, hat nie eine Schule besucht, nicht lesen und nicht schreiben gelernt. Als Bürger Selin 17 ist, passiert Unbegreifliches. Am Arm seiner Mutter tippt er in den Computer, ich hab dich lieb. Seitdem schreibt er sich seine Gedanken von der Seele. Felix Kubala hat zu Bürger Selin Kontakt bekommen. Es entstand ein Dokumentarfilm von seltener Eindringlichkeit. Ja, Mama. Ich mach Armbrot. Ich will euch mitnehmen in meine Welt. Aber unter der Bedingung, dass ich auch ohne Angst sein kann, verachtet zu werden. Ich schäme mich so aller meiner unsinnigen Fehler. Ein Film müsste sie zeigen. Sehr widerlich. Ich will einen Film, der in die Tiefen der Autistenwelt hinabsteigt. Ich will einen Film, der in deutlicher Form zeigt, wie wir Wesen einer anderen Welt sind. Ein Film sollte nicht so sein, dass wir wieder von außen gezeigt werden und andere über uns Aussagen machen. Ich will, dass wir selbst zu Wort kommen, wie wir es können. Unsere innere Welt soll aufgedeckt werden, damit uns die Menschen einfach mittels Film geistig erkennen als ihresgleichen. Und wir wieder ein wenig Achtung von ihnen erhalten, wie Personen ihresgleichen. Ein Film wird zeigen, wie behindert ich bin. Ich denke, dass mich das schockieren wird, aber ich will es so. Damit alle erkennen, außen und innen sind wie sagenhafte, ungeheuer getrennte Welten. Und nichts verbindet diese Welten miteinander, nur das Schreiben. Ich nehme euch mit, wie meine Gäste. Ich nehme euch mit, wie Eingeladene in das Kein-Menschenland, wie erste Eindringlinge in unser Autistenland. Unantastbar und traurig ist unsere Welt. Sobald ein Mensch in diese ohne sich Welt eintaucht, verliert er die Kontrolle über sich selbst und über die Umwelt, über die Zeit, über das Handeln. Bürger Selin ist autistisch behindert. Er spricht kein Wort, er hat keine Schule besucht, niemand hat ihm Lesen und Schreiben beigebracht. Lange Jahre galt er als geistig zurückgeblieben, als schwachsinnig. Von Kindern wurde er verprügelt, weil er nicht redete, von Erwachsenen verspottet, weil sie glaubten, er könne sie nicht wahrnehmen. Niemand ahnte, dass er eine ungewöhnliche Intelligenz besitzt, dass er sich schon als Kind verblüffende Fähigkeiten angeeignet hat, dass er ein intensives geistiges Eigenleben führt. Dann, als er 17 Jahre alt ist, geschieht das Unvorstellbare. Bürger beginnt sich mitzuteilen, schriftlich auf dem Computer. Es entstehen erstmalig Texte aus dem Autismus über den Autismus. Bürger auf dem Weg zum Hort für autistische Kinder in Berlin. Für Menschen wie ihn gibt es nur wenige pädagogisch und psychologisch speziell betreute Einrichtungen. Autismus ist ein Phänomen, das der Wissenschaft bis heute Rätsel aufgibt. Die Erklärungsversuche sind vielfältig. Sie reichen von gestörte Eltern-Kind-Beziehung bis hin zu hirnorganischer Schädigung.
Autistisch Behinderten gelingt es nicht, sich dem sogenannten normalen Leben anzupassen. Häufig sind sie, wie Birger, aggressiv gegen sich selbst. Sie sind gepeinigt von Ängsten, empfinden unsere Welt als bedrohlich und chaotisch. Was für uns alltäglich ist, bleibt für sie fremd und unberechenbar. Sie flüchten in Isolation, schaffen sich ihre eigene Welt. Autisten, so heißt es, seien nicht imstande, Kontakt zu ihrer Umwelt aufzunehmen. Ihr Alltag ist geprägt von stereotypen Verhaltensweisen. Sie wirken teilnahmslos und scheinen unfähig, Gefühle zu äußern. Viele Autisten dämmern in psychiatrischen Anstalten vor sich hin, verkannt als Schizophrene, abgestempelt als Geisteskranke. Unsicher bin ich mir über den Ursprung meiner nichtsnutzigen, autistischen Ärgerkrankheit. Oft denke ich, die Ursache liegt im psychischen oder geistigen Bereich, ohne einen organischen Schaden. Oft kommt es mir vor, als hätte ich in mir zu viel Energie, die unkontrolliert Irrtumshandlungen wiederholt. Ich kann dann nicht gegensteuern. Wiederholungen und Zwangshandlungen quälen mich. Ich kann keine Ruhe finden. Ich kann nicht rausfinden, wieso ich so eingemauert leben muss. In meinem Kopf kann ich klar, inhaltlich denken. Und fühlen kann ich auch. Ich finde, dass ich Gefühle habe wie alle Menschen. Ich kann sie nur nicht zeigen. Sie sind in mir eingesperrt und können nicht heraus. Ich empfinde Freude, Schmerz und auch Traurigkeit. Alles wie normale Menschen. Und ich habe Mitempfinden für andere. Angst und idiotische Panik bringen mich fast zur Verzweiflung. Eine Überempfindlichkeit ist einfach auf allen Gebieten da. Ich kann ein wenig zu viel hören und zu viel sehen, aber die Sinnesorgane sind okay. Einfach innen geht ein Durcheinander leider los. Wörter, Sätze, Ideen werden so auseinandergerissen und zerrissen. Die einfachsten Dinge werden aus dem Zusammenhang der wichtigen, wirklichen, einzelnen, anderen Außenwelt gerissen. Ein Gedanke ist so schwer wie ein richtiger Innerweltskasten. Aber ich sehe keinen Ausweg aus dieser Personenkiste. Auch dies wichtige Schreiben reicht nicht aus. Ein Ausweg zerstört meine alte Sicherheit. Ich habe Angst davor. Angst, einfach ausreißen würde die Rettung sein. Hey.
Angst ist etwas, was sich nicht so leicht fassen lässt. Es ist eine Störung leider so außerordentlicher Wuchtigkeit, dass ich es nicht so einfach beschreiben kann. Eine Angst, unter der ich am meisten leide, ist die Angst, wie ich einen Tag überleben kann. Ich finde keine Zeiteinteilung wie sogenannte normale. Ich orientiere mich an Banalitäten, wie einfach Essenszeiten und Schlafens- und Aufstehzeiten. Birger wurde 1973 in Berlin geboren. Zunächst entwickelt er sich völlig normal, ist fröhlich und kontaktfreudig, ein beliebtes Kind. Sehr früh beginnt er zu sprechen, mit 1,5 Jahren beherrscht er einfache Sätze, spricht er bereits um die 100 Wörter. Dann eine Krankheit, eine Mittelohrentzündung und die plötzliche Veränderung. Der Junge schreit extrem oft, entwickelt panische Angst vor anderen Kindern. Er reduziert sein Sprechen, stammelt bald nur noch einzelne Worte, schließlich verstummt er total. Er kapselt sich ab, entzieht sich allen menschlichen Kontakten. Auch gegenüber seinen Eltern reagiert er nicht mehr auf Ansprache, vermeidet er jeden Blickkontakt. Die Ärzte sind hilflos, vermuten in Birgers Verhalten lediglich eine Entwicklungsstörung. Mit 2,5 dann stationärer Aufenthalt in der Kinderpsychiatrie. Dort endlose Untersuchungen und therapeutische Experimente. 6 Monate lang ohne Ergebnis. Weitere 2 Jahre später zum ersten Mal die Diagnose frühkindlicher Autismus. Eine damals noch nahezu unbekannte Behinderung und nach allem, was man wusste, unheilbar. Auch ein Stummer will sich artikulieren. Auch er hat ein Recht auf Sprache. Ohne Sprache sind wir tote, isolierte, ausgestoßene Apparaturen. Ich liebe die Sprache über alles. Sie vermittelt zwischen den Menschen. Eine Sprache gibt uns Würde und Individualität. Ich bin ohne Sprache nichts. Ich liebe die Sprache. Sie bringt das Innere zum Blühen. Sie schickt Gedanken mit der Kühnheit eines Adlers in Dimensionen deiner innersten, innigsten Träume. Sie verbindet uns, die wir eingesperrt sind in unserer Einsamkeit. Ich bin ohne Sprache ein armer Irrer. Und auch schreiben kann ich nur mit Hilfe einer anderen Person. Das ist sehr demütigend. Ich schäme mich deswegen. Ein Autist ist unausgesetzt unter Feuer. Besonders kann er nicht die Lobeshymnen durch andere einfach hinnehmen. Er ist angstvoll, weil er denkt, das kann nicht stimmen. Dann denkt er, ich muss mich besser verstecken, damit mich keiner erkennt. Ich muss alle täuschen, damit man mich nicht zittern sieht, vor Angst.
Ich will nicht übertreiben, aber ich kann alle gängigen Schrifterzeugnisse lesen. Ich habe viele außerordentlich eindrucksvolle Bücher gelesen seit meinem 5. lobenswerten Lebensjahr. Und alle diese wichtigen Inhalte bewahre ich wie kostbare Schätze in mir und sage mir innerlich Gedichte und Erzählungen vor. Tatsache ist, ich konnte mit fast 5 Jahren auch schon schreiben und sogar rechnen. Aber es hat niemand gemerkt, weil ich so chaotisch war. Aber das war ich einfach aus Angst vor den Menschen. Gerade weil ich unfähig war zu reden, fiel mir das Lesen so leicht. Darum suchte ich aus den, sagen wir, wichtigsten Büchern alles, was ich finden konnte. Ja, ich habe alles gelesen. Es geht ganz schnell. Sogar die wissenschaftlichen Bücher lese ich in allerkürzester Zeit durch. Ich selbst dichte innerlich viel, aber in einer Form, die nicht den Gesetzen der Dichtkunst entspricht. Ich habe eigene Gesetze. Ich tituliere meine Kunst die Innerweltkunst aller Idioten und Autisten. Nach der Diagnose Autismus war klar, Birger Selin würde nie ein normales Leben führen können. Zwar lernt er durch intensive Betreuung im Hort alltägliche Dinge zu tun, doch er bleibt auf dem Niveau eines Kleinkindes. Unterrichtsversuche schlagen fehl, er wirkt überfordert oder desinteressiert. Sein Alltag ist bestimmt vom Spielen mit Murmeln und Glasperlen, von stundenlangem Schaukeln. Im Alter von 8 Jahren dann eine Sensation. Als sein Vater ihm im Scherz eine seiner unzähligen Murmeln wegnimmt, fordert Birger ihn klar und unmissverständlich auf, gib mir meine Perle wieder. Dieser eine Satz nur, dann verstummt er wieder. Birger, sag doch mal. Sag doch mal, Birger. Als er 10 ist, kommt sein Bruder Jonas zur Welt, von ihm problemlos akzeptiert. Mit Beginn der Pubertät wird Birger noch schwieriger. Er verhält sich immer unkontrollierter, bekommt häufig Schreianfälle, beißt und schlägt sich, manchmal bis aufs Blut. Es wird immer riskanter, mit ihm unter Menschen zu gehen. Sein Verhalten provoziert Angst und Ablehnung. Seine Unberechenbarkeit treibt die Familie in soziale Isolation. Na Birger, mach mal. Alle Versuche, ihn noch einmal zum Sprechen zu bringen, bleiben erfolglos bis heute. Und noch mehr? Ja, und weiter? Schön. Und noch was anderes? Perlen und Rieseln. Eines will ich sagen. Es gehört zu den tiefen Lebensformen unserer Autistenwelt. Rieseln ist eine Stereotypie, die richtig in einen Rausch versetzt. Ich wiederhole sichtbar, was unsichtbar Einsamkeit anrichtet.
Ein einfaches Spiel aus einer Welt, wo Farben, Licht und außerordentliche wirre Inselmenschen am wichtigsten sind. Perlen sind fast so wichtig wie ein wesentliches, richtiges, wertvolles Arbeitsmittel. Damit arbeite ich an persönlichen Theorien. Sogar richtige Erkenntnisse habe ich. Es handelt sich um Erkenntnisse aus der Welt der Dasra. Das heißt, Personen ohne sozialen Lebenswert. Aus den Tiefen einer komischen, inneren, eiternden, zuständigen Kommandozentrale erhalte ich essig-saure Irrsinnsbefehle. Zunehmende Erkenntnisse bringen mehr Unruhe und Zwänge mit sich. Ich kann die Erkenntnisse nicht umsetzen. Sie reifen in mir wie peinlich und faulen in mir und stinken. Wuselbirger richtet nur Schaden an. Er kann einfach nicht ruhig sein. Er wuselt unaufhörlich rum. Er atmet einfach laut und unaufhörlich ersinnt er Unsinn. In mir rumort es und brodelt es, wie in einem unterirdischen Hexenkessel. In Verdachtsmomenten innerer Unruhe ziehe ich mich inwendig, ohne mich immer zurück. Leider funktionieren diese Mechanismen nicht mehr gut. Deswegen schreie ich so viel in letzter Zeit und brauchte nervende, zermürbende Zwangshandlungen in total unsinniger Weise. Ich Neandertaler in Person. Für euch bin ich Terror. Und für mich bin ich ein Serenadensänger ohne Seele. Passt nicht. Die muss noch mal. Aber die Achte, guck mal da. Immer überfällt mich die Unruhe in Situationen, in denen ich nicht damit rechne. Ich lebe so sehr unter Spannung, dass ich oft explodiere. Das bedeutet immer tierisches Schreien. Das ist so toll. Das machst du doch toll. Mach mal, Baby. Mach mal, das ist ganz toll. Das ist alles okay, Baby. Gib mal auf, genau. Ja, richtig. Das ist so toll. Ohne Gebrüll kann ich nichts mehr machen. Zu Hause störe ich unser Familienleben. Wir können nichts mehr gemeinsam unternehmen. Und mein Schreien hängt wie ein Damoklesschwert in den Räumen. Ich bin so froh, dass meine unsagbar gedankenvollen Familienmitglieder mich noch ertragen. Nichts Gutes heute. Und sogar mit mir haben sie die Hoffnung, aus der tiefsten Tiefe kann ich gerettet werden. Ich danke allen Menschen, die in mir die Hoffnung am Leben erhalten, aus meinem Autismus befreit werden zu können. Ein azurblauer Sagen-Urwunsch aller Autisten ist es, Isolation und Einsamkeit aufzugeben und als soziale Spezies anerkannt zu werden. Sommer 1990, Birger ist 17 Jahre alt. Seine Eltern erfahren von einer Methode, mit deren Hilfe stumme Autisten in Australien und den USA gelernt haben, sich schriftlich zu äußern. Eis. Gestützte Kommunikation heißt das Verfahren. Das bedeutet,
eine Vertrauensperson stützt mit ihrer Hand den Unterarm des Behinderten. Eine winzige Hilfestellung nur, aber unerlässlich. Durch sie soll das notwendige Gefühl von Kraft, von Selbstvertrauen vermittelt werden, um so innere Blockaden zu überwinden und die Tastatur eines Computers oder einer Schreibmaschine bedienen zu können. Birgers Mutter, eine Diplompsychologin, startet einen Versuch. Die Methode funktioniert, was niemand für möglich gehalten hat. Birger kann lesen und schreiben. Das war toll. Ganz, ganz toll. Ganz toll. Am 27. August 1990 tippt er den ersten Buchstaben, ein A. Dann schreibt er das ganze Alphabet bis Z durch und schließlich Birger, Papa, Jonas, Mama. J-O-N-A. Knapp zwei Wochen später ein kompletter Satz, zum ersten Mal in seinem Leben eine deutliche Gefühlsäußerung, gerichtet an seine Mutter, ich hab dich lieb. Von jetzt an schreibt er regelmäßig, es bricht aus ihm heraus, was verschüttet war. Er artikuliert seine Ängste, seine Sehnsüchte. Im November 1990 offenbart er, ich sehne mich nach dem Tod, denn ich bin allein in meiner Einsamkeit. Bald entstehen Texte von ganz außergewöhnlicher Kraft. Aber bald wird auch deutlich, Schreiben ist für ihn nicht nur Befreiung. Je mehr er von sich preisgibt, umso größer wird die Anstrengung, umso qualvoller muss er die Worte aus sich herauspressen. Ich erlebe die doofe Angst zu stark. Es ist eine Urgewalt, die mich überfällt. Wie eine wirkliche, ausgesaugte, wirre Gestalt, ohne Kraft und Gegenmittel bin ich ihr ausgeliefert. Ich will das Schreien beherrschen, denn es beherrscht mich. Wie eine Lavamasse sich ergießt über das Erdreich, so ergießen sich die Angstströme innen in sagenhafter, irrer, außerordentlicher Gewalt über einen wie mich. Wann kommt die Zeit der Freude? Birger ist voll Sehnsucht. Ich kann keine Ruhe finden. Unfriede, Unruhe reichen innerlich einer anderen Untugend die Hand. Es ist ein teutonischer Tanz dreier Erzfeinde in mir. Ein ewiger Reigen innerer ausgelassener Teufel. Wassergestalten aus der Tiefe. Elende, essentielle Aerosaurier, wie sie in Welten des inneren Chaos noch immer existieren. Sieben Untiefen, astreine, ausgesuchte, ohnegleichen, widerliche Irrsinnshöllen durchwandere ich. Eisig ist die Welt außen. Und innen ist es aber ganz heiß. Ich wohne ohne mich in einem ungeheuren,
wirklichen Vulkankrater. Ich persönlich leide am meisten an meinen Ausbrüchen. Ich erlebe sie immer als ungeheure Niederlage. Dieses Schreien wird immer widerlicher. Alle Menschen werden dadurch wahnsinnig und ertragen mich ungern. Könnte ich aber davon befreit werden, das Inseldasein wäre für mich wunderbarerweise zu Ende. Es ist wie ein Dämon, der mich zwingt. Ein solches Ungeheuer zwingt mich, ein Leben eines Irren zu führen. Es ist wie ein ewiger Kampf. Ich erlebe eine friedliche Situation gern. Aber dann kommt die Rache des Dämon, der es mir nicht gönnt. Er will Unruhe und Unfrieden. Er gewinnt wieder und wieder Überhand. Lieber Uwe, eine irre Freude hat dein Brief mir bereitet. Und ich teile mit dir die Hoffnung, dass wir eines Tages miteinander reden können, wie alle Menschen. Ich habe gemerkt, dass in uns die Fähigkeit zu sprechen ist, aber irgendwo eine Blockierung sein muss. Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, richtig zu handeln oder allein zu schreiben. Ich merke es immer mehr. Eine entspannte psychische Situation kann mir es ermöglichen, viel mehr zu leisten als in Anspannung. Sicher werden wir einen Weg in die Unabhängigkeit finden. Ich grüße dich kassandrisch, in mitleidender Achtung, so wie ein Freund. Kimu Savea. Das heißt, passe dich nicht an, wenn deine Seele dabei innerlich stirbt. Dein Birger Selin. Liebe Denise, eine Nachricht verdienst du. Ich habe die Hoffnung, richtig wie ein normaler Mensch zu werden, weil ich ein Leben als Kastenmensch nicht mehr ertrage. Ich untersuche zurzeit alle Möglichkeiten herauszufinden, wie wir aus unserer Wertewesen-Einheitswelt wieder herauskommen können. Ich will zu gern, dass auch du mitmachst, denn du bist mir immer sehr wichtig gewesen. Tüchtig im autistischen Unsinn machen und in einer Weise einsam wie kaum eine andere. Ich richte die herzliche, wichtige Bitte an dich, gib nicht auf. Lass uns wieder aus ohne mich Menschentum zu einem Menschentum aller Mitmenschen finden. Ich achte dich. Ein stiller Mitautist grüßt liebevoll Denise, die Heiligste im Autistenvolk. Tiere, zu roher Gewalt fähig, erschrecken mich. Einer, der keine eiserne Angstbewältigungsstrategie hat, kann derbes Hundegebell nicht ertragen. Als doofe, hilflose Irrenreaktion erlebe ich mein Rennen, meine Panik. Die Tiere sind unschuldig und ich mag sie. Aber ich bin nicht fähig, Angst zu steuern. Ich reihe mich ein in die Kette der Menschen, die ein Leben wollen in Frieden.
und eine richtig gute, keinem schadende Welt aufbauen. Und ich will dazu beitragen, dass eine Autismusforschung betrieben wird, in einer Weise, dass man die inneren Stadien der Autismusentwicklung erkennt und reichlich neue Methoden findet, um immer mehr Menschen rauszuholen aus ihrem Kastendasein. Ich eifere total zu beweisen. Ich kann total mitmenschlich denken, in einer Weise, wie Sie es nicht für möglich halten. Sie sehen nur meinen autistischen Außenpanzer, nie mein wirkliches Wesen. Das emanzipierte, irdische, einträchtige Aussteigervolk der Autisten erhebt seine Stimme. Wir sind Menschen. Behandelt uns wie Menschen. Mit Würde und Achtung und Verständnis. Jeder soll die Kastenmenschen lieben können, denn ihre Seelen sind klar und wie Kinder bei ihrer Geburt unschuldig. Wie eine Insel in einem ungestümen Meer ist ihre kleine Welt. Beachtlich ist die Vielfalt der Farben, Töne, Gerüche und Lichterkessel. Personen wie Birger jagen Angst ein und müssen isoliert werden. Ein Haufen einer Sorte Irrer als Ausstellungsstücke für sogenannte wichtige Erdenbürger. Richtige siamesische Sonderlinge. Ein erlesener Haufen Verrückter. Ich würde lügen, wenn Einsamkeit so von mir beschrieben würde, als wäre es meine Sehnsucht. Einsamkeit ist meine Feindin. Und ich will gegen sie kämpfen wie ein ausgezeichneter Krieger. Einer Wir-Erfahrung will einer sich rinnenmäßig annähern. Ich, jeder einfachen realen Sache ganz fremd, will einmal auch den Realitätssinn erwerben. Kinderleicht für alle Menschen, zentnerschwer für autistische, wissende, denkende Geschöpfe. Will lieber an allen Dingen teilhaben, aber immer nimmt eine Isolierung Besitz von mir. Ich will so gern in der Gemeinschaft anderer sein, aber dieses isolierungswahnsinnige, überlaufende, massenhafte Binnenärgergesetz lässt es nicht zu. Ärgerlicherweise keine Ausdrücke für meine Einsamkeitssucht, die es verhindert, aus meinem Sarg aufzuerstehen. Ich, eimerweise ohne Ausdruck für alles, was ich denke. Ich, einer, den man als den autistischen Dichter bezeichnet, bin sprachlos wie ein Esel.
Wie eine sehr rüde, wirre Mauer versperrt irgendetwas vehement den Weg nach außen. Du musst keine Angst haben. Ich wiederhole immer wieder innerlich suggestiv einen Satz. Lass die Angst los. Kämpfe nicht gegen an. Aber die Angst erweist sich als üble symbiotische Klette und will mich nicht einfach freilassen. Mich zerstört sie. Streich doch. Streiche. 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 Aber nicht. Streiche. 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 Angst ist nicht Ausdruck einer sensiblen, außergewöhnlichen Person, sondern sie ist Ausdruck für Menschen ohne Selbstwertgefühl und ohne Vertrauen in ihre Umwelt. Sie sind gefangen in ihrer Angst. Ich kann nicht mit dieser Angst friedlich und still leben. Ich muss schreien. Die Kasteiungen durch die Angst nehmen Überhand und ersticken mich. Ich ohne ich bin ein Sklave der Wunderangst macht. Ich wünsche mir so, Unsinnigkeiten zu beenden und ein sinnvolles Leben zu führen. Ich will so gern frei sein von ohne Grundängsten. Ich wünsche mir nichts dringender. Ich will alles in Kauf nehmen, wie Armut und widerwärtiges Umfeld. Tierisch ist das Gebrüll. Wieso kann ich es nicht lassen? Einfach alles in einfachen Worten alles sagen. Ich ertrinke in Einsamkeit. Es ist wie lebendig begraben sein, die Einsamkeit eines Autisten. Es ist wie ein wuchernder Erdklumpen auf der Seele. Ich will kein in mich mehr sein.
Ich arbeite unentwegt an irren Systemen, um kein ohne mich und in mich zu bleiben. Ich richte mich auf lange Lehr- und Wanderjahre ein. Einen Inselmenschen kann niemand schnell kultivieren. Es ist ein langer, außerordentlich schwieriger Weg und Sucharbeit wie im Labyrinth nötig. Und Geduld, vor allem in dieser Hinsicht, will ich lernen. Ich, Deserteur einer artigen Autistenrasse. Ich wehre mich gegen Autismus. Ich eifere, frei zu sein. In meiner Welt bin ich ein heimatloser, nichtswürdiger, vorangehender Verräter ohne Charakter. Und in der Oberwelt bin ich unzurechnungsfähig, Neuanfänger und irrsinnig. Ich war heute sehr glücklich am Wasser. Ich konnte frei und ohne Angst sein. Weshalb ist es nicht immer so? Eine große Liebe entdecke ich zur Natur. Sie redet zu einem wie mir in einer sehr deutlichen, schweigenden Sprache. Sie arbeitet an einer Seele wie ein astreiner Arzt. Über alles liebe ich das einfache Gras. In ewigem, weisen Wechsel der Wiesen wird alles ruhig. Eine Farbe, die in der Seele widerhallt. Ein Grün, das Stille erwirkt. Ein Grün, das Leben erzeugt. Ein Grün, das einen Menschen auch erweckt aus dem toten, leblosen Irrsinn. Eine Freude wird in mir, Wassermann, wach. Eine wirkliche, aquamarin erste wirkliche Freude. Wie ein wasserauserwählter Edelstein in einem einsamen Herzen. Die Sonne erscheint sicher und wunderbar, wenn die Angst einen Augenblick weicht. Ein einfacher Einfall des Augenblicks in die Ewigkeit. Ein totales, ungeheuerliches Licht in der totalen Finsternis. Eine Welt ohne Angst ist so wunderschön. Sicher und hell ist alles. Ich dichte erst jetzt ein Lied über die Freude am Sprechen. Ein Lied für stumme Autisten, zu singen in Anstalten und Irrenhäusern. Nägel in Astgabeln sind die Instrumente. Ich singe das Lied aus der Tiefe der Hölle und rufe alle Stummen dieser Welt, erklärt den Gesang zu eurem Lied, taut die eisigen Mauern auf und wehrt euch, ausgestoßen zu werden. Wir wollen eine neue Generation der Stummen sein. Eine Schar mit Gesängen und neuen Liedern, wie es die Redenden noch nicht vernommen haben. Unter allen Dichtern fand ich keinen Stummen. So wollen wir die Ersten sein. Und unüberhörbar ist unser Gesang. Ich dichte für meine stummen Schwestern, für meine stummen Brüder. Uns soll man hören und einen Platz geben, wo wir unter euch allen wohnen dürfen, in einem Leben dieser Gesellschaft.
Wie soll einer wissen, wie Dinge funktionieren, wenn er aus der Gesellschaft ausgestoßen ist? Total einsam tut er sich selbst Erklärungen einfach wunderbar zusammenreimen. Einsicht einfach zu bekommen ist mein Ziel. Einsicht und Erfahrungen. Ein wiederentdeckter Heißhunger nach Wissen aus Einsicht. Ein Hunger nach idealem, richtigen Verhalten. Eine leidenschaftliche Lust. Eins werden mit diesen Wissenden. Eins sein mit den Einfachen, die ein Leben einfach ohne Wirrsal ertragen. Wie ein Mensch mit Würde. Ich sehne mich noch mehr als je, ohne Hilfe zu leben. Ich will alles dafür tun. Ich bin bereit, mit dem Autismus Schluss zu machen. Ich richte ihn hin. Richtig aussehen. Wie andere möchte ich gern. Einen ersten, wichtigen, wiedererholten Ansatz will ich machen. Ich will eines, aber das will ich bestimmt. Schuhe aus schwarzem Leder. Ich will auch noch eine wirklich tolle Jacke, wie im Katalog, wo alles so ausgeflippt ist. Riesig, einfach und schick. Ein feines Hemd wünsche ich mir auch. Wie alle es auch haben. Ich kann ja noch mal zum Vergleich die Sachen ziehen. Zieh mal die auf und dann vergleich. Da hast du ganz unten Augen. Guck mal hin. Ja, da willst du noch mal angucken. Probier die noch mal an. Kannst du ja mal versuchen, auf den Reißverschluss zu machen kannst und dann zeigst du das mal, ne? Ein einsamer und stummer Mensch ist auf Ermutigung angewiesen. Ein einziges Wort, in Liebe gesagt, kann unzählige Wunden heilen lassen. Und ein liebevoller Blick wirkt riesig, ohne Worte. Ich finde sogar, der Blick dieser Augen kennzeichnet einen Teil vom Charakter eines Menschen. Einmal erlebte ich in dieser U-Bahn, wie mich eine Frau liebevoll ansah. Das war so schön. Ich denke sehr oft ganz glaubensfroh daran und werde es nicht vergessen. Aber viele Blicke sind so schwer zu ertragen und bringen ohnegleichen Leid mit sich. Bürger Selim, ein denkender Nichtsnutz, ein minderwertiger Schreiberling, einer, der schreibt, aber Tennis kann er nicht spielen, einer, der schreibt, aber Auto kann er nicht fahren. Er schreibt und schreibt, kann denken und dichten, sieht alles und hört alles, niemals sagt er ein Wort. Doch endlos ist sein Stimmenversmuster, sind seine Grunzlaute, sein stoßender Atem
sein wirres Gelächter. Erwachsen werde ich zu mir selbst finden. Ich denke, die Zeit kommt. Einmal wird alles so sein, dass keiner mich missachtet. Ich will frei sein. Ich will ein wesentlicher, wertvoller, wachsamer, erdenermächtigter sein, der Helfer auserwählter Irrer wird. Auch fester will ich sein, in der sicher ärgerlichen Auseinandersetzung mit der Welt. Unterbreiten, dass wir außen und innen getrennte Wesen sind. Außen sehen sie nur entsetzlich wirre Verhaltensweisen. Wir sind aber innen seinesgleichen Suchende, wirklich empfindsame Wesen, voller Ideen, einer sehr ausgeprägten Gefühlswelt, einem unbändigen Hunger nach Sachen wie Wahrheitskenntnissen auf allen Gebieten. Ich erdenke tausend Wege, wie ich euch erreichen kann. Einmal werde ich euch auch überzeugen. Ich weiß, wir werden eines Tages als gleichberechtigte Partner miteinander reden. Eines irren Tages werden wir einer neuen Autistengeneration eine Würde wiedergeben, der sie so sagenhaft entsetzlich beraubt war. Richtig glücklich werden wir ein Sagen aus einem einzigen Munde hören. Ein Mensch hat seinen Wert zurück. Das war der Schlussberg. Das war das Ende.